Ja, wie gut ist die Sony AX100 bei Lowlight? Hier bin ich im nächtlichen Wald, habe hier ein paar Taschenlampen aufgestellt, die mich ausleuchten. Und im ersten Video hatten wir schon gezeigt, wie die WLAN-Steuerung funktioniert. Und das will ich jetzt hier mal bei Nacht demonstrieren. Also das Gleiche. Man kann also per Smartgerät, hier habe ich ein iPad Mini, geht aber auch mit Android-Geräten, die AX100 steuern, aber nur hinsichtlich des Zoomens. Und jetzt gehe ich mal in Weitwinkel. So, maximaler Weitwinkel und jetzt nochmal in die Telestellung. Hatten wir ja schon gezeigt, aber funktioniert auch bei Nacht. Der Autofokus muss jetzt auf mich scharf stellen. Ich bin jetzt auch nicht so dunkel, aber trotzdem immerhin funktioniert ganz gut. Belichtung kann ich leider nicht weiter verändern, aber ich kann die Aufnahme starten und stoppen. Jetzt habe ich sie natürlich gestartet. Aber wie gut ist die Sony dann nicht nur bei Nacht, sondern in der Abenddämmerung zum Beispiel? Da gehe ich jetzt mal an den Elbstrand zum Sonnenuntergang und schauen wir mal an, wie die Sony da funktioniert. Ab ans Elbufer, ja, und hier zum Sonnenuntergang wenig Licht und hier die AX100 mal eine Zoomfahrt und jetzt Richtung Sonne, Sonnenuntergang, der Schwenk. Und hier möchte ich dann zunächst einmal die Bildeffekte vorstellen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, also es gibt hier Bildeffekte im Menü. Und ja, hier gibt es also verschiedene Spielzeugkamera, Popfarbe, Posterization, Retrofoto. Und das sind kamerainterne Bildeffekte und die zeige ich gleich nochmal als Kein Bildeffekt. Also das ist jetzt ohne Bildeffekt. Und Bildeffekt, Spielzeugkamera. Achten Sie auch mal ein bisschen aufs Rauschen vielleicht. Also Spielzeugkamera, Popfarbe. Bildeffekt, Polarisation. Ja, das ist ein sehr fliegiger Effekt. Retrofoto. Den finde ich besonders interessant. Retrofoto. Bildeffekt. Soft High Key. Der brennt mir zu stark aus, dieser Soft High Key. Teilfarbe, ja, wer es mag. Bildeffekt. Hochkontrast Mono. Ja, hier fängt es ein bisschen an zu rauschen. Bildeffekt. Und jetzt der Direktvergleich. 100% Ausschnitt aus dem 4K-Video. Und jetzt Retrofoto. Hat eine schöne Gradation, wie ich finde. So, und hier bin ich an einem Leuchtturm und da hat sich eine Kreuzspinne verfangen bzw. ihr Netz aufgebaut. Also hier habe ich sehr wenig Licht. Letztes Abenddämmerungslicht. Die Sonne ist dann schon untergegangen. Also blaue Stunde haben wir hier. Ja, und das funktioniert noch sehr gut, wie ich finde. Hier mit der Sony AX100. Im extremen Nahbereich und hier ein 100% Crop. Da kann man natürlich sehen, jeder Windhauch verändert die Schärfeebene. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Hier mit aktivem Bildstabilisator marschiere ich mal an einem Boot längs und gleich sehen Sie ein 4K 100% Crop. Hier bin ich so bei 18 Dezibel, das entspricht ungefähr ISO 3200. Also bei 100% Ansicht fängt es schon an zu rauschen. So, und hier auch nochmal eine Impression vom Elbufer. So habe ich es ungefähr gesehen, live vor Ort. Und jetzt eingezoomt wird es aufgehellt. Also es ist heller, als ich es vor Ort gesehen habe. Und hier bei 100% sieht man, der Autofokus ist schon ein bisschen am Pumpen. Das entspricht jetzt ungefähr ISO 6400. Das ist dann auch schon so ziemlich der ISO-Endwert. Aber ich sehe hier schon mehr, als ich live vor Ort gesehen habe. So ungefähr war die Helligkeit, wie ich sie dann im Schatten da gesehen habe. Jetzt geht's mal rein in die Stadt, in die Wedeler Kleinstadt. Mit dem PKW habe ich jetzt für die Sony einfach mal draufgehalten und finde, das sieht alles sehr schön rauschfrei aus. Auch der Autofokus hier eingeschaltet, hat überhaupt kein Problem. Hier ein 100% 4K Crop. Auch der sieht noch sehr gut aus, was das Rauschverhalten angeht. Ja, und dann bin ich mal auf einer Schnellstraße hier und lass mal den Autofokus werkeln. Also die Lichtkreise, die Sie sehen, das sind dann Unschärfekreise. Und hier braucht der Autofokus doch eine ganze Zeit, bis er sich dann so einigermaßen scharf gestellt hat.
aber auch die Unschärfekreise gefallen mir sehr gut. Die sind sehr harmonisch. Hier bin ich natürlich bei Offenblende. Jetzt aber mal ein Direktvergleich zwischen der EOS 5D Mark III, die Sie rechts sehen, mit der Sony AX100 auf ein ruhendes Motiv. Und jetzt unten links die 5D Mark III im ISO-Endwert und rechts sehen Sie Sony AX100 auch im ISO-Endwert. So, hier die 5D Mark III. So, ISO 6400, 5D Mark III. Jetzt bei 6400 hier mal ein Screen. Und hier bin ich ja jetzt im Dezibel-Endwert, das entspricht ungefähr 6400. Und hier schalte ich mal ein paar Dezibel-Werte durch. Und jetzt der Direktvergleich, hier die Sony AX100 im ISO-Endwert. Also 33 Dezibel. Und hier haben wir die 5D Mark III bei 25.600. Und hier der Direktvergleich. Da kann die Sony sehr gut mithalten, wie ich finde. Und der 4K-Crop, der rauscht natürlich ein bisschen. Aber wenn man das auf Full HD skaliert, sieht das sehr ähnlich aus. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil der Sony-Sensor doch deutlich kleiner ist als an der 5D Mark III. Aber das Rauschverhalten ist nicht wesentlich schlechter. Das heißt, das Low-Light-Verhalten ist schon vergleichbar zu einem Vollformat-Sensor. Und hier nochmal zurück in die Natur. Hier ein 100% Crop. Hier diesen Frosch habe ich mit Taschenlampen angeleuchtet. Gut, bei 100% fängt es schon ein bisschen an zu rauschen. Hier nochmal eine Teich- bzw. Waldseeszene mit Gräsern. Und hier ein Direktvergleich zu den Camcorder Canon HFG10. Ein sehr beliebter und auch sehr lichtstarker. Und hier mal der Direktvergleich. Links die Sony AX100 und rechts Canon HFG10. Da schneidet der Canon Camcorder nicht so schlecht ab. Also hier identische Werte F4,0. Und rechts jetzt nochmal den Sony RX100 Mark II. Schneidet auch nicht so schlecht ab, hat den gleichen Sensor im Prinzip und rauscht auch nicht wesentlich stärker. So, und jetzt am Ende nochmal hier die Smart-Gerätesteuerung. Das nutze ich dann zum Beispiel auch, wenn ich nachts im Wald mit Taschenlampen arbeite. Da habe ich dann natürlich auch eine super Bildkontrolle, wenn ich dann hier die WLAN-Funktion an der Sony AX100 benutze. Ja, das Ganze sieht sehr gut aus, wie ich finde. Schön rauschfrei. Die Sony AX100 ist also super geeignet, auch für Lowlight. We'll be right back.